Wenn die Rede von einem vollelektrischen, siebensitzigen SUV mit einem hohen Maß an Komfort, Luxus und Sicherheit ist, dann steht der BYD Tang ganz oben auf der Liste. Das Fahrzeug ist ab sofort in Deutschland erhältlich und im heutigen Video erfahrt ihr alles Mögliche über das Fahrzeug. Die Frontpartie wird natürlich dominiert durch den sehr groß angedeuteten Kühlergrill. Untermalt wird dieser durch die serienmäßigen LED-Scheinwerfer. Dieses Design haben wir natürlich nicht irgendwem zu verdanken. Grüße gehen hierbei raus an Wolfgang Egger, welcher unter anderem auch für das Design des neuen Audi e-tron zuständig war. Für die, die BYD noch gar nicht kennen, BYD steht für Build Your Dreams und hat sich in den letzten Jahren zum weltweit größten E-Auto-Anbieter der Welt etabliert. Für deine Personalisierung deines BYD Tang stehen dir 5 verschiedene Farben zur Auswahl. Silver Sand Black, Snow White, Stony Blue, Emperor Red und wie in unserem Fall Mountain Grey. Platz genommen im Innenraum des BYD Tang erwarten uns hochwertige Materialien wie Leder, weiches Mikrofaser mit Kontrastnähten. Zudem verfügt das Fahrzeug über eine elektrische Sitzverstellung mit Memory-Funktion. Außerdem begrüßt uns im Innenraum ein Dirac-Audio-System mit 12 Lautsprechern und Dirac-Live-Funktion. Neben der hochwertigen Anmutung im Innenraum ist das Bedienelement eine Kombination zwischen klassischen Tasten und einem Touch-Display. Auf meinem Multifunktionslenkrad kann ich verschiedene Sachen des Fahrzeuges steuern, wie zum Beispiel das schwenkbare Display, welches wir auch im Atto 3 wiederfinden. Der Knopf daneben gibt mir die Kontrolle über die 360-Grad-Kamera, welche sich bei jeder Geschwindigkeit per Knopfdruck dazuschalten lässt. Das generelle Gefühl von Sicherheit im BYD Tang wird zudem unterstützt von den zahlreichen Assistenzsystemen, welche ich zudem auch über das Multifunktionslenkrad steuern lassen kann. Dazu gehören ein aktiver Abstandstempomat mit Verkehrszeichenerkennung, ein Frontkollisionswarner und 8 Airbags. Durch die In-Car-Kamera lassen sich lustige Momente mit Freunden und Familie jederzeit festhalten. Wer dieses Gimmick nicht wünscht, schaltet es einfach ab. Wo wir gerade schon beim Thema Kamera sind, das Fahrzeug verfügt serienmäßig über eine Dashcam, welche sich auf Wunsch einschalten lässt. Das luftige Innenraumkonzept spiegelt sich auch im BYD Tang auf der zweiten Sitzreihe wider. Auch hier stelle ich ein ausreichendes Maß an Kopf- und Beinfreiheit fest. Das Fahrzeug verfügt über 2 Elektromotoren, einer an der Vorderachse und einer an der Hinterachse. Beide zusammen ergeben eine Leistung von 380 kW oder 516 PS. Darüber hinaus hat das Fahrzeug über 650 Newtonmeter und das resultiert zu einer Geschwindigkeit von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden. Dank der 86,4 Kilowattstunden großen Batterie schafft das Fahrzeug eine Reichweite von 400 Kilometern, WLTP. In der Stadt ist sieht es dabei schon ganz anders aus. 528 Kilometer laut WLTP sind hier gegeben. Klassentypisch misst das Fahrzeug eine Länge von 4,87 Meter. Die Breite mit eingeklappten elektrischen Spiegeln beträgt 1,95 Meter. Das tolle Fahrgefühl und die reichliche Menge an Platz hat das Fahrzeug seinen Radstand von 2,82 Meter zu verdanken. Serienmäßig verfügt das Fahrzeug über einen 7 kW Onboard Charger. Bei einer Peak-Ladeleistung von 110 Kilowatt schafft das Fahrzeug von 30% auf 80% in unter 30 Minuten. Der Typ 2 und CCS-Ladeanschluss befindet sich hier auf der rechten Seite, analog zu den meisten Ladestationen. Bullig und dynamisch kommt das Heck daher. Dies wird zudem untermalt durch das LED-Leuchtband. Hinter der Heckklappe verbergen sich 940 Liter Kofferraumvolumen. Nutze ich den Tang als Siebensitzer, bleiben mir immer noch 235 Liter. Beanspruche ich den vollen Platz und lege die zweite Sitzreihe um, habe ich 1655 Liter Kofferraumvolumen. Je nach Einstellung der zweiten Sitzreihe findet man auch in der dritten Sitzreihe ein gewisses Maß an Platz. Mit einer Körpergröße von bis zu 1,75 Meter würde ich sagen, dass auch längere Reisen durchaus machbar sind.
Solltet ihr natürlich Fragen zum BYD Tang haben, beantworten wir euch diese gerne. Schaut auch gerne im Store in Hamburg vorbei. Ansonsten heißt es wie immer, Glocke aktivieren und abonnieren nicht vergessen.